Hallo an alle Kolonisten da draußen, willkommen zurück bei The Colonist und unserem 10. Level, was auch gleichzeitig das letzte in diesem Spiel ist. Ich starte immer mit diesem Ladebild, einfach damit ihr auch sehen könnt, in welcher Version ich spiele. Und das war ist das die 1.1.0.2. Wir sind in der Wüste, ich habe das Level schon mal angefangen, habe es aber wegen Unwissenheit ein wenig verkackt. Und ihr wisst ganz genau, ich werde immer nur die Versionen hochladen, in denen ich dann auch Gold schaffe. Schließlich ist das ja das, warum ihr auf diesem Kanal seid, um die Level erfolgreich abzuschließen. So. Dann werden wir hier den ersten Watchtower natürlich wieder im Pausemenü beginnend. So, so. Und los geht's. Wir haben jetzt eine Mission. Die Mission müssen wir schaffen, und zwar den Gegner zu zerstören. Let's go. Speed 1 ist natürlich nicht das, wie ich mir das wünsche. Speed 2 ist eher, 4 ist eher das, was ich mir als Ziel gesetzt habe. Ich werde wieder viel mit Pause arbeiten, um gewisse Sachen in Auftrag zu geben. Oh, das Gebäude muss fertig werden. Wie ihr es schon seht, wir bauen diesmal nur ein einziges Gebäude am Anfang, weil meiner Meinung nach jeder Schritt hier entscheidend ist. So, dann kommen wir rüber. Pause. So, jetzt schauen wir mal. Das nächste werden wir hier hinbauen. Und auch hier werden wir direkt den Weg dran bauen. So. Und das nächste, was wir ändern, ist das, was wir hier produzieren. Wir produzieren nämlich nur Holz. Energie interessiert uns überhaupt nicht. Es geht jetzt hier rein ums Ausbauen. Ja, ihr seht schon, extrem viel Wartezeiten, die wir hier haben. Ihr müsst auch immer wieder wissen, es ist nur eine mögliche Lösung, ein möglicher Weg, wie wir das Ganze schaffen können. Das heißt nicht, dass es die ultimative Lösung hier ist, aber dennoch meiner Meinung nach die beste oder eine der besten. Immerhin führt sie zum Ziel und nur das sollte hier entscheidend sein. So, der nächste Watchtower ist fertig. Wir produzieren hier unten weiterhin Holz. Moment. Zack. So, da haben wir dann wieder drei im Anschluss. Kurze Wege. Wir werden das jetzt erstmal mit einem kleinen Pfad verbinden. So. Was wir jetzt ebenfalls noch machen können, das kostet uns nämlich nichts, ist hier eine zweite Straße dran bauen, denn ich denke, dass dieser Weg dann doch ein bisschen kürzer ist. Und der nächste Turm wird jetzt jeden Moment fertiggestellt. Hoffe ich zumindest. Ja, der Weg ist ein bisschen kürzer. Warum sind da so viele Energien? Wir müssen natürlich warten. Drei Loks fehlen noch, einer davon ist auf dem Weg. Und man merkt halt schon, dass Holz wirklich Mangelware ist. Aber ich kann das gerade nicht ändern, denn ich hätte nicht mal Nahrung. Ja, und das ist ein Problem. Wir sehen hier oben einen Teich, aber in dem Teich habe ich noch nie Fische entdeckt. Ich habe ihn jetzt schon zweimal eingenommen und ich glaube auch, dass da nie Fische drin sein werden. So, einmal fehlen noch Hölzer. Ja, komm weiter. Und der wird jetzt fertiggestellt. Jetzt wird er noch besetzt und dann kommt die nächste Pause. Passt. So, den Turm bauen wir jetzt ein bisschen höher. Und zwar so. Angeschlossen. Dann geht's weiter. Das wird unsere nächste Prio. Jetzt sehen wir, dass wir hier schon mal eine ganze Menge Waren liegen haben. Ich werde schon mal eine weitere Straße bauen. Und zwar, lass mich überlegen, werde ich die so bauen. Dann funktioniert das auch. Und ich werde jetzt, pass mal auf,
ein weiteres Gebäude bauen, und zwar möchte ich einen einzigen Förster hier hinbauen. Weil, passt auf, der kostet mich zwei Holz. Wenn dieser Förster dann gebaut ist, habe ich hier noch Energiezellen liegen, um ein bisschen mehr Holz zu kriegen. Weiter werde ich keine Gebäude bauen. So, das Holz dürfte jetzt hier hochlaufen. Ich könnte auch sagen, ich baue hier Energien drin. Sehe ich ein bisschen kritisch, die ganze Sache. Denn ich kann genauso schnell Energie bauen, wie ich auch Holz bekomme. Also jeweils mit 0,5 pro Tag. Das wird dann aufgeteilt. Das kann ich euch auch mal ganz kurz zeigen. Wenn ich nämlich jetzt in der Mitte bin. Okay, beide 0,3. Die haben das aufgerundet, wären ja 0,25. Ich habe es auf jeden Fall ausprobiert. Es hat mir nichts gebracht. Vielleicht habt ihr da andere Erfahrungen gemacht. Ich kann halt nur das wiedergeben, was ich so als Erfahrung gemacht habe. So. Jetzt wird das nächste Gebäude fertiggestellt. Wir produzieren natürlich da hinten dann auch schon mal ein bisschen Holz. Und so, abgeschlossen. Heißt, wir werden es hier hinbauen, dass wir auf einer Ebene bleiben, keine weiteren Kurven in der gesamten Anlage und laufen in der Zeit weiter. Gut, der zweite Turm, also dieser Turm jetzt ja gerade, der sollte jetzt ein bisschen schneller gehen und gleich kommt eine klitzekleine Änderung. Wir haben jetzt nur noch drei Bäume vorhanden. Wir haben aber auch keine Energiezellen mehr, deswegen lohnt es sich auch jetzt gerade nicht, den Förster zu bauen. Und wenn dieser Turm fertig ist, werden wir insgesamt drei Sachen bauen, bevor wir die nächsten Türme bauen. Da ist er fertig. Wir fangen an mit einem Fischer. Das wird das erste Gebäude, was wir jetzt bauen werden. Da ist der Turm fertig. So, den Fischer baue ich an diese Stelle, schließe den mit einem Pfad an. Und zwar machen wir das so rum. Wir werden ein einziges Wohnhaus bauen. Das werden wir an 1, 2, 3, dann kommen wir da oben nicht mehr rüber. Heißt also, ich lasse da eins frei, das machen wir mal. 1, 2, das passt. So, das bauen wir an diese Stelle. Und was wir bauen werden, ist einen einzigen Brunnen. Den drehen wir an diese Stelle und wechseln die Position mit F. Die drei Sachen werden wir jetzt auch mit einer Straße verbinden. Die können wir dann hier so rüber bauen und lassen diese drei Gebäude bauen. Nachdem die drei Sachen gebaut worden sind, werden wir ein weiteres Gebäude bauen, und zwar den Förster. Denn wir brauchen hier oben etwas mehr Holz. Und ab dem Moment, so das Gebäude ist fertig, hier fehlt noch ein Lok. Ja, wir haben nur noch einen einzigen Baum verfügbar. Mal schauen, wann der letzte Lok hier ankommt. Der ist auf dem Weg. Das Gebäude ist mit Wasser versorgt, hat im Moment aber nichts zu tun. Und jetzt werden wir hier den zweiten Förster bauen. Den ersten Förster, sorry. Den haben wir hier runter und bauen den direkt daneben. Und bevor wir es vergessen, das darf nämlich jetzt nicht passieren, werden wir ihm hier den Auftrag geben zu bauen. Die Zeit läuft weiter. Wir brauchen jetzt hier insgesamt zweimal Loks. Erst wenn die auf dem Weg sind, werde ich mich um den weiteren Ausbau kümmern. Jetzt haben wir nämlich die erste Holzproduktion soweit am Laufen. Erster Lok ist auf dem Weg. Und der zweite sollte jetzt gleich folgen. Ein Fischer produziert so viel Nahrung für drei Häuser. Deswegen baue ich genau drei Häuser, um die maximale Energiegewinnung zu ermöglichen. Okay, der Förster, dem fehlt ein einziger Lok noch. Den werde ich jetzt kurz in der Prio hochsetzen.
denn den brauchen wir jetzt umgehend. Und da ist er auf dem Weg. Prio wird wieder runtergenommen. Jetzt produzieren wir Energiezellen für einen weiteren Holzfäller. Deswegen baue ich jetzt noch einen einzigen Holzfäller hier neben. Jetzt produzieren wir absolut genug Waren, um in die nächste Entwicklungsstufe zu wechseln. So, wir werden jetzt hier den Tower bauen. Ich drücke nochmal ganz kurz Pause. Ihr könnt das natürlich jetzt auch 1:1 nachbauen, damit ihr diese Mission auch abschließen könnt. So, der Förster sagt, nee, der Holzfäller sagt, er hat kein Holz mehr. Das ist ein bisschen traurig. Was wir auf jeden Fall auch brauchen werden, ist gleich den ersten Stein. Wir warten aber, da wir hier noch das Haus alles im Auftrag haben, wobei das Haus hat genug Sachen, die werden gerade alle geliefert. Jedoch werden hier noch keine Loks hingeliefert, da wir die noch nicht produzieren, weil unser Förster halt noch gerade am Anpflanzen ist. Haben wir ein bisschen Zeit verloren. Aber jetzt geht's los, dass hier hinten die ersten Loks auch angeliefert werden. So, und wenn die Bäume dann gleich die 100% haben, das fängt gerade an, dass sie auf 100% kommen, geht die Holzproduktion an den Start. Der Gegner ist schon um einiges weiter von uns. Okay, da sind 3 auf dem Weg, 4 auf dem Weg, 5 auf dem Weg. Ihr merkt also jetzt schon an dieser Stelle, wir sind in gewisser Weise Holz am Überproduzieren. Wir warten jetzt darauf, jetzt haben wir nämlich ein bisschen Holz schon in der Hinterhand. Und das bedeutet, da wir Holz in der Hinterhand haben, wir werden das nächste kleinere Gebäude jetzt zusätzlich in Auftrag geben. Das kleinere Gebäude, was ich damit meine, das wird unsere Steinmine werden. Die legen wir so aus, dass sie nach oben abtransportiert. Und zwar so. Die braucht wiederum 3 Holz, die auch eigentlich alle 3 verfügbar sind. So, damit das Holz niemals überläuft. Gut, der Watchtower wird fertiggestellt. Dabei habe ich ein Auge auf meine Holzproduktion. Wenn die nämlich jetzt zu groß wird, dann haben wir da auch ein Problem. Ja, das darf halt nicht passieren. Auch die Steine, Moment, Pause. Wir haben nämlich gerade das nächste Gebiet erweitert. Und jetzt wird's interessant. Wir werden nämlich jetzt einmal hier hinbauen. Und wir werden, ja, da oben werden wir nicht hinbauen. Wir lassen es hierbei. 3, 3 und 3. Das muss uns erstmal reichen. Die Steine werden gebaut. Und damit wir noch schneller arbeiten können, was wir auch müssen, werden wir jetzt schon das nächste Gebäude in Auftrag geben. Und zwar nicht die Sägemühle, sondern... Nee, doch, das muss die Sägemühle werden, aber erst gleich, weil wir zunächst hier vorne noch einen Watchtower brauchen. Da wir auch oben an den Stein dran möchten. So, einmal hier den Weg hoch, da hoch, so und so, denn ich möchte hier vorne ebenfalls eine Straße lang bauen. Jetzt muss ich die dummerweise doch nach unten bauen. Soll aber kein Problem darstellen. So. Für den nächsten Watchtower müssten wir jetzt auch in der Theorie zumindest schon alle Hölzer so gut wie zusammen haben. Haben wir auch. So. Die laufen darüber und auf den wird auch schon das erste geliefert. Dabei ist der rechte eigentlich ein bisschen wichtiger, denn den sollte er eigentlich nur dann produzieren, wenn er eh genug Sachen da hat. So, da wir jetzt gleich noch mehr Energie brauchen, werden wir noch kurz warten und dann werden wir die nächste Nahrung anbinden. Ihr seht, da oben ist schon unser Gegner. Haben aber soweit alles Wichtige schon gebaut. So, das ist der letzte Holzklotz, den wir brauchen. Und jetzt müssen wir nur noch darauf warten, dass er besetzt wird. Das dürfte auch recht zügig gehen. Da
Da kommt er auch schon und besetzt. So, jetzt werden wir hier das nächste Gebäude bauen und diesmal sogar zwei, weil wir auch jetzt nach da oben ein bisschen ausbauen möchten. Dabei beachten wir aber, dass wir zunächst diesen hier mit einer sehr hohen Priorität bauen, damit wir diese Ecke relativ leicht einnehmen können. Und wenn wir den haben, wir können auch schon weiterlaufen lassen. Okay, machen wir es so rum. Wenn alles planmäßig läuft, schaffen wir den Turm zu bauen, bevor er diesen gebaut hat. Das müsste sogar funktionieren, weil wir alles an Holz schon auf dem Weg haben dürften. So, er ist allerdings noch dabei, die Sachen hier hochzuliefern. Sollten die beiden Türme fertig sein, ist unser Ziel erreicht. Mehr Land brauchen wir gar nicht. Aber wir werden warten, damit die beiden Türme fertig sind. Es wäre für uns natürlich jetzt fatal zu sagen, gut, da ist alles da. Wenn er den jetzt auch noch rechtzeitig besetzt, bin ich zufrieden. Es wäre jetzt für uns Schwachsinn, da mache ich mal kurz Pause, wenn wir noch mehr expandieren, weil wir jetzt alles Land besitzen, was wir besitzen wollen. Wir brauchen nicht so viel. Das würde uns nur unnötig Rohstoffe kosten, die wir jetzt aber ganz dringend in der Forschung brauchen, weil wir auf unseren Gegner getroffen sind. So, jetzt gucke ich mal ganz kurz hier. Es sind auch alle auf dem Weg. Die müssen nur noch beide besetzt werden. Das hat nicht ausgereicht. Er wird also diese Ecke bekommen. Soll uns aber jetzt nicht als Problem dienen. Jetzt geht es darum, die Nahrungsproduktion schnell ans Laufen zu bekommen, beziehungsweise zu optimieren. Dazu möchte ich einfach diese beiden Gebäude noch bauen. Mit der Anzahl an Fischern haben wir dann auch definitiv genug. Das hier anschließen, das hier anschließen. Wir haben eine ganze Menge an Steinen hier liegen. Ich werde nochmal ganz kurz weiterlaufen lassen. Wir brauchen natürlich weitere Gebäude. Und zwar brauche ich hier drin insgesamt 8 Gebäude. 8 Gebäude muss ich aber auch mit Wasser versorgen. Das heißt, ich brauche einen weiteren Brunnen definitiv. Da haben wir noch ein Gebiet eingenommen. Jetzt können wir an der Stelle überlegen, ob wir doch noch ein Stückchen weitergehen nach hier, um ihm quasi das zu verbieten, darüber zu kommen. Kostet aber, wie ihr wisst, 8 Holz. Und 8 Holz ist wieder eine Sache, die ich hier in diesem Level nicht habe. Was ich aber brauche, und das ist dringend, eine Wasserversorgung. Und ich baue die auch mit Absicht jetzt in diese Richtung. Denn ich werde hier oben noch einen weiteren Weg bauen, den ich jetzt hier rumführe und hier runter. Das eine ist der Weg, der nach oben die Rohstoffe bringt. Und das andere ist der Weg, der meine Siedlung versorgt, damit mir da nicht passiert, dass sie von zwei Seiten bebaut wird. Ne? Die Route nach oben und das andere wird der Weg nach unten. So, jetzt haben wir hier ganz kurz auch alle Loks drin. Das heißt, dieses Gebäude wird ebenfalls sofort fertiggestellt. Was wir jetzt auf jeden Fall ganz dringend bauen müssen, ist die Forschung. Die Forschung baue ich an diese Stelle, damit ich gleich den Stein von hier oben noch zusätzlich bekomme, weil die Forschung wichtig ist, um den Stein auf die andere Seite zu transportieren. Dafür baue ich hier oben ein weiteres Gebäude. So, wir haben jetzt aktuell auch soweit fast schon genug Holz. Was wir aber noch auf jeden Fall ganz dringend brauchen, wird eine Schreinerei werden, eine Sägemühle. Die Sägemühle kann ich irgendwo hinbauen, wo ich gerade Platz finde. Im Idealfall passt sie noch dazwischen, wie gerade bei mir. Wir haben jetzt 8 Gebäude, die reichen für mich aus, um genug Energie zu produzieren. Damit ich auch alles, was ich gleich brauche, am Laufen habe. Bin gespannt, ob das aufgeht. Zumindest ist das jetzt, ich habe selber ja, wie gesehen, habe noch nicht auf Gold, habe es mir aber mal angeguckt, wo ich dann wegen einem, ja wie immer, man scheitert nur wegen Fehlern, aber wo ich dann gescheitert bin. Und das möchte ich halt diesmal definitiv vermeiden. So, ganz kurz, ich habe wieder Pause gedrückt, denn wir können mit der ersten Forschung anfangen. Das ist die untere, die besteht aus 10 Steinen. 10 Steine, hier haben wir ein bisschen zu wenig liegen, aber das sind schon mal 5 Steine.
Und jetzt wird auch von hier oben angefangen, Stein zu transportieren. Da ist eventuell sogar schon Energie auf dem Weg hin. Nee, noch nicht. Aber die Forschung läuft. Wir verlieren immer mehr Land hier hinten, weil er natürlich seine Türmchen weiter ausbaut. Wir werden da auch noch ein Stück verlieren. Das bleibt nicht aus. Wir haben jetzt hier aktuell kein Holz liegen, aber sind schon am Produzieren hier wie fleißig. Wir könnten natürlich jetzt gleich versuchen, eine zweite Försterei und Holzfäller zu bauen. Das werden wir auch machen, aber nicht mehr hier unten. Das werden wir schon mal mit Blick in Richtung Zukunft hier oben anfangen. So, das bedeutet, ich baue einmal hier einen Förster hin, nee, einen Holzfäller. Daneben baue ich einen Förster und dieser Förster bekommt für mich den Auftrag, pflanze Bäume hier in der Ecke. Da stören sie mich nämlich auch nicht. Und dann kann ich hier drunter immer noch Förster bauen. Ja? Okay, jetzt wird Stein von beiden Seiten angebaut. Hier haben wir inzwischen fünf Holz drin. Das werden jetzt auch mehr. Wir werden 10 erstmal brauchen, relativ zeitnah. Da ist die Forschung abgeschlossen. Ich habe direkt ins Pausemenü, weil jede Sekunde für mich zählt. Das sind 10 weitere, die ich jetzt baue. Und die Zeit läuft ebenfalls los. Danach gehen wir bereits auf Stufe 2, beziehungsweise wir erforschen alles, was wir Stufe 2 erreichen können. Da wird es wieder am ehesten am Holz mangeln. So, die 8 Häuser funktionieren immer noch. Der Förster ist hier oben fertiggestellt worden und dieser Herr hat jetzt im Moment noch keine Arbeit, wird sich aber dann gleich ändern. Und wir haben dann oben die Möglichkeit, auch sehr schnell Holz und alles zusammenzubekommen. So, was fehlt uns hier? Hier fehlt uns Energie. Die ist aber bereits auf dem Weg. Die hat natürlich einen etwas längeren Anlaufweg, wenn sie von da ganz oben kommt. Ist aber erstmal nicht so tragisch für uns. So, wir brauchen noch 3 Hölzer, weil eins auf dem Weg ist, 2 sogar nur. Eins ist wieder fertig geworden. Das heißt, uns fehlt noch ein Holz, um die Forschung abzuschließen. Und wir brauchen ja auch noch die Zeit, um die Energie hier runter zu bekommen. Holz ist genug da. Die Forschung ist abgeschlossen. Sofort ins Pausemenü rein. Wie gesagt, jede Sekunde zählt, um die zweite Forschung in Auftrag zu geben. Und mit der können wir dann das erste große Stück weiterbauen. Und zwar wird das alles, was wir brauchen, für die nächste Stufe, um dann unsere Häuser auch upzugraden. So, wir haben aktuell schon fast genug Ressourcen zusammen. Wir können das die Sägemühle permanent laufen lassen. Hier oben ist schon alles für unsere Kriegsvorbereitungen gleich vorbereitet. Die werden uns hier noch ein bisschen Land vielleicht versuchen wegzunehmen, aber damit werden sie nicht so weit kommen. Was wir natürlich immer brauchen, ist Holz und Stein. Wenn wir jetzt merken, dass unsere Sägewerke Holz zurückhalten oder zu viel haben, müssen wir natürlich anfangen und sagen, wir bauen auch ein zweites Sägewerk etc. Das können wir aber aktuell nicht, weil wir auch nicht mehr als 8 Gebäude bauen können. Wir haben jetzt schon ein kleines Nahrungsproblem hier drin. Das wird uns dann sonst kaputt machen. Unser Vorteil ist, dass wir jetzt aktuell sogar schon Stein zurückhalten. Ja, er kann natürlich noch mehr erweitern, ist auch schon in der Forschung um einiges weiter als wir. Er hat die Construction, was wir gerade erforschen, nämlich durch. Erkennen wir daran, dass er hier gerade seine Gebiete aufbaut, aber die hat er auch noch nicht fertig. Das heißt, er ist nur noch minimal vor uns. Und wir müssen überlegen, er hat auf einem grünen Gebiet angefangen, während wir erstmal den Weg bis zum grünen Gebiet bauen mussten. Mit dem bisschen hier vorne hätten wir keine funktionierende Wirtschaft ans Laufen kriegen können. Wir hätten vielleicht versuchen können, da auch ein paar Schafe draufzusetzen. Dadurch wären wir ein paar Sekunden früher gewesen. Aber natürlich nicht ausreichend. So, was wir sehen, wir brauchen noch 5 Holz. Wir haben hier genug Holz liegen. Und müssen darauf warten, dass jetzt Construction fertig gebaut wird. Da geben wir dann auch in der richtigen Reihenfolge die Aufträge raus. Das werde ich euch dann jetzt gleich auch zeigen. Warum wir das machen, ist auch ganz klar, weil wir wieder Zeit sparen müssen und dafür sorgen müssen, dass die Vorproduktion schon läuft. So, das letzte Holz ist angekommen, die letzte Forschung ist durch. Ich habe sofort ins Pausemenü gewechselt und werde jetzt hier unsere ersten und einzigen Garten bauen. Den baue ich an diese Stelle, um den Transportweg so kurz wie möglich zu halten. Wir werden nämlich nicht so viel brauchen, wie wir jetzt hier anbauen. Ich sollte es aber dann schon richtig bauen.
So 5. Und hier neben 5, dann haben wir 10. Und das ist genau das, was wir überhaupt Maximum bauen können. Das baue ich mit einer Priorität, damit da alles hingeht. Und werde dann hier drunter das Gerät dazu bauen, zur Verarbeitung. Dieses muss jetzt erstmal fertig gebaut werden. Wenn das fertig gebaut ist, das braucht auch nicht so viele Materialien, aber schon eine ganze Menge. Braucht mehr Stein als Holz, dadurch kann sich auch die Holzproduktion mal ein bisschen beruhigen. Steine sind jetzt schon alle auf dem Weg, wenn ich das richtig gesehen habe, weil der erste Stein ist, glaube ich, angekommen. Dass er so viel Gebiet erweitert, das ist uns jetzt erstmal egal. Wie gesagt, wir haben da jetzt nicht viel gegenzusetzen. Und die zweite Presse ist ebenfalls schon im Bau. Und was wir jetzt sehen können, alles, was wir dafür brauchen, ist auf dem Weg. Da das der Fall ist, und wir wissen, dass wir gleich die blauen Sachen als nächstes produzieren müssen, werden wir von hier oben an die Häuser anfangen aufzuwerten. Allerdings eins nach dem anderen. Wenn wir jetzt gleich sehen, dass alles für dieses Haus auf dem Weg ist, werden wir das zweite bauen und mit 2 bleiben wir stehen. Wir haben nämlich gleich nur die Forschung, die blaue Materialien benötigt. Jetzt deswegen gucken wir mal das erste, da fehlen noch 2 Steine. Wie wir sehen, wir kommen ziemlich gut durch. Ein Stein fehlt uns noch. So, beide sind auf dem Weg, also Start-Upgrade vom nächsten. Da können wir direkt die 4 Holz durchpumpen. Und wir warten wieder darauf, dass alle 5 Steine durchkommen. Ein Stein ist drin, 2 Steine. Bitte weiter, der dritte Stein ist auf dem Weg. Noch ein Stein fehlt. Warum noch ein Stein fehlt? Das Haus muss fertig, da ist der letzte Stein auf dem Weg. Jetzt, da der auf dem Weg ist, werden wir auch das Haupthaus ausbauen. Das kostet uns dann nochmal 8 Steine, 8 Holz. Dass das ein bisschen länger dauert, ist für uns jetzt nicht das Mörderproblem. Es ist ein Problem, aber es könnte schlimmer sein. Denn wir haben hier oben noch gar keine blauen Energiezellen etc. produziert. Doch, da kommt die erste, aber die wird auch dann gleich runtergeladen und die werden schon mal eingelagert hier. Und wie wir sehen können, kommen wir doch recht gut weiter an der Stelle. Wir haben ein Sägewerk und 2 Steinbrüche. Ja, nur, dass ihr nochmal einen Überblick darüber habt, was wir eigentlich hier haben. Was der Gegner macht, kann uns im Moment ziemlich egal sein, denn wir können es gerade eh nicht ändern, da wir nicht schneller sein können. Der letzte Stein ist hier angekommen, in einem sehr guten Tempo. Und wir wählen sofort als allererstes die Militärforschung aus. Die kostet 20 Holz und 10 Stein. Wir werden natürlich am längsten jetzt am Stein brauchen. Lassen das Ganze schon mal weiterlaufen. In der Zwischenzeit kann er hier schon mal ein bisschen Holz auf Vorrat pumpen, was für uns extrem wichtig ist. Hier werden wir, damit wir nicht zu viel Holz verlieren, eine Priorisierung draufsetzen, damit er alle Steine erst hier runterbringt. Und dann hoffen wir mal, dass er damit auch sehr schnell arbeitet. Die 10 Steine sind jetzt kein Hexenwerk. Wir haben 8 Holz gelagert und das ist genau das, was wir brauchen, um den Turm auszubauen. Aber bevor wir den Turm ausbauen, werden wir noch was anderes bauen. So, wir müssen allerdings warten, dass diese Forschung auch durch ist, sonst können wir hier nicht weiterkommen. Von den Steinen her muss ich sagen, wir haben so gut wie alles da. Wir haben hier eine ganze Menge Holz liegen, das wird auch sofort hier rübergebracht jetzt gleich. Deswegen haben wir hier auch nochmal Glück, dass wir einen recht kurzen Bauweg haben. Und man merkt halt, dass ich diese Karte wirklich so aufgebaut habe, dass ich euch genau sagen kann, in welcher Reihenfolge wir wie, was, wo bauen sollten. Und die könnt ihr auch 1:1 nachbauen, bin ich mir sicher, da der Gegner sich auch irgendwie immer genau gleich verhält und an dieselben Stellen baut. So, 10 Holz fehlen uns noch. Die sind auch leider nicht auf dem Weg, was mich ein bisschen wundert. Doch jetzt fängt er an. Da kommen die letzten 7. 5 brauchen wir noch, die sind aber auch schon alle fertig. Die muss er nur noch runterschicken.
Und sobald er das gemacht hat, die Energiezellen kommen auch von den Häusern weiter. Wir werden da unten immer einen klitzekleinen Leerlauf haben, eventuell noch ein drittes Haus bauen. Aber wir brauchen auch von der Forschung her so gut wie nichts mehr. Wir sind eigentlich durch. So, wäre nur schön, wenn das auch fertig würde jetzt. Ja, komm, mach bitte, bring mir die letzten drei Holz. Warum tust du das gerade nicht? Ah, okay, er hat genug Holz. Wir haben direkt ins Pausemenü gewechselt. Das erste Gebäude, was wir jetzt bauen, dafür haben wir hier oben auch alles vorbereitet, wird unser Kriegsgebäude. Das bauen wir sofort hier vorne hin, geben dem eine maximale Prio und wir sehen sofort, es sind alle Sachen auf dem Weg. Ja, wir haben also ganz gut gehalten. Jetzt werden wir dieses Gebäude natürlich auch mit einer ohne Prio ausbauen. Let's go! 8 Materialien sind auf dem Weg. Und jetzt sind wir mal gespannt, wie lange das dauert, bis die dann auch hier oben ankommen. Dürfte eine kleine Weile dauern. So, was macht unser Gegner? Der hat die Türme noch nicht in Auftrag. Wir sind also gerade weiter wie er. So, wir halten diesen Turm im Auge und stellen fest, dass nicht alles auf dem Weg ist. So, jetzt stellen wir fest, es ist alles auf dem Weg. Wir geben also den nächsten Turm in Auftrag. Und was wir jetzt ebenfalls in Auftrag geben, das wird euch vielleicht auch ein wenig wundern, Select Research, wir werden diesmal eine bessere Verteidigung bauen. Da wir ansonsten, wenn der Gegner nachher zurückschießt, ein kleines Problem bekommen. Und das wird er tun, denn dieses Mal können wir ihn, glaube ich, nicht so schnell unter Druck setzen, wie wir das gerne hätten. So, und wir haben auch gerade die Zeit für genau diese Defensiv-Upgrades, da wir die Türme noch fertig bauen müssen und da wir dann auch die Türme erstmal einnehmen müssen. Das wird für den Gegner natürlich jetzt nicht so einfach werden, beziehungsweise es wird auch für uns nicht so einfach werden. Der erste Turm von ihm steht bereits unter Beschuss. Und das ist auch gut so, dass er diesen Turm angreift. Denn ich hoffe, dass wir den Turm übernommen haben, noch bevor er überhaupt in diese Forschungsstufe reinkommt. Wir sehen auch, dass er hier das Gebäude noch nicht fertig hat. Er scheint also ein paar Materialprobleme zu haben. So. Wir können uns jetzt nicht erlauben, Rohstoffe für andere Sachen irgendwie rauszuschmeißen. Hier ist alles soweit vorhanden, Energiezellen. Und jetzt lädt sich bei uns alles wieder auf, sodass wir dann gleich die Rohstoffe haben, wenn wir den Turm übernommen haben, um diesen dann auch zu übernehmen. Okay, die Forschung mit Verteidigung ist durch. Also unsere Türme sind ein bisschen stärker. Pfeile brauchen wir natürlich hier oben nach wie vor noch. Aber der Turm, den kann er eigentlich abhaken, der geht jetzt an uns. Das hoffe ich zumindest, ne? Also nicht, dass er da doch noch ein bisschen anderen Blödsinn veranstaltet. Aber es sieht nicht danach aus, als käme er dagegen an. So, noch einmal schießen, dann dürfte das Problem auch für ihn erledigt sein. Und komm, den letzten. Sofort ins Pausemenü gewechselt, denn wir müssen jetzt schauen, dass wir sofort eine Straße anschließen. Das ist ja jetzt mit dem letzten Patch auch geändert worden, dass Türme anfangen kaputt zu gehen, wenn man sie nicht angeschlossen hat. So, natürlich geht der Turm auch weiter jetzt so kaputt. Wir übernehmen jetzt auch hier hinten noch ein bisschen was von ihm, greifen ihn also auch in dieser Position an und haben hier oben auch das Holz liegen, um den Turm zu versorgen. Was wir natürlich bald, was wir aus der Vergangenheit wissen, als Problem bekommen werden. Deswegen sollten wir überlegen, einen Hafen zu bauen, damit wir unsere Einheiten viel schneller hier oben hinbekommen. Da ist auch jetzt der richtige Zeitpunkt für, dass wir das machen. So, denn jetzt gerade haben wir nicht wirklich was zu tun. Ich wollte den jetzt mal kurz anklicken und ihr seht, es ist alles dafür bereits in Auftrag. Das heißt, unsere Lager dafür waren voll. So, der Turm wird jetzt ebenfalls beschossen und dann gleich den Besitzer wechseln. Es nutzt nichts für uns, jetzt gerade noch weiter auszubauen. Wir müssen jetzt versuchen, solange wir da die Zeit für haben, so viel Schaden wie möglich anzurichten.
dass der Turm ausgebaut wird. Das dauert noch eine Weile. Der muss ja erstmal repariert werden. Und gleich wird er den auch noch verlieren und dann ist diese Ecke für ihn mega uninteressant. Deswegen müssen wir den nicht mal so dringend so schnell aufwerten. Wichtig ist für mich, dass ich anfange, hier seine Wirtschaft zu zerstören. Und da sehen wir schon ganz gut, dass er da auch ja, einige Verluste hinnehmen muss. Was ich aber auf jeden Fall auch sehe, ist, dass wir nicht hinterherkommen, den Turm von ihm kaputt zu machen. Deswegen möchte ich diesem Turm ganz kurz eine Prio-Liste geben, damit die Pfeile alles erstmal zu ihm rüber geliefert werden, um den Turm schon mal einzunehmen. Danach können wir uns immer noch darum kümmern, den anderen kaputt zu machen. Und wie wir gerade sehen, oh, wir haben sogar den einen, ja, den hatten wir eh eingenommen. Dadurch ist die Verbindung eh unterbrochen und der Rest interessiert uns nicht. Was wir jetzt ebenfalls machen können, der Hafen ist fertig. Wir starten jetzt das Upgrade auf diesem Turm. Denn hier ist es ebenfalls wichtig, dass wir die Linien ein wenig verstärken können. Er ist mega viel Holz nach hier unten am liefern und wenn wir Pech haben und das nicht oben schnellstmöglich unterbinden, kann er uns mit der gesamten Breitseite angreifen. Das wird aber nicht passieren, seid sicher, wir werden nämlich jetzt seinen Turm zerstören und damit seine gesamte Infrastruktur in der Mitte teilen. Und alles, was er unten gebaut hat, ist uns ab dem Moment auch egal, und zwar genau ab jetzt. Jetzt müssen wir an dieser Stelle ebenfalls sagen, hey Kollege, wir brauchen eine Straße. Damit uns jetzt hier nicht viel passiert, wie gesagt, er hat hier unten schon die Straßen abgerissen, er ist zumindest dabei, alles abzureißen. Die Türme stehen alleine, er kann unten nichts mehr ausbauen, er hat einfach auf dieser Linie verloren. Sein nächster Turm wird von uns auch angegriffen bereits. Das ist für uns natürlich von absoluter Wichtigkeit. So, der Turm wird auch gleich fallen, danach kommt er noch an den Turm ran, dann ist dieser fertig und die zwei Türme fallen hinterher. Ja, zwischenzeitlich wird er auch in diesem Turm ein bisschen was machen. Um jetzt, Moment, da ist irgendwas passiert, ein Watchtower, ah genau, das Upgrade ist fertig von dem Turm, da will er jetzt dann auch Sachen hinliefern gleich. Um jetzt das Ganze noch ein bisschen zusätzlich zu beschleunigen, werde ich jetzt hier einen weiteren Lumberjack bauen und ich werde auch im Militärbereich sagen, ich baue jetzt einen Fletcher. Denn unsere Türme, den einen können wir nicht ausbauen, dieser Turm ist ausgebaut und somit kann ich eigentlich schon ohne zu gucken sagen, er liefert alles hierhin, was wir gerade brauchen. Mehr Pfeile heißt für uns, wir können schneller agieren, den wird er jetzt auch gleich verlieren und damit zerbricht hier vorne dann auch seine Infrastruktur in der Hinsicht, dass er nicht mehr so wirklich blaue Energiezellen produzieren kann, womit seine Forschung dann hoffentlich auch lahmgelegt ist erstmal. Aber man sieht halt, wie unfair das ist, dass er direkt im grünen Bereich anfangen durfte. Dadurch, dass der Turm jetzt repariert worden ist, hat er da auch ein paar Verluste hinnehmen müssen. Sofort, das empfehle ich euch auch nur, drückt Pause, Leute. Einfach nur, damit ihr genug Zeit habt und Ruhe, die Straßen anzuschließen. Und vor allem für mich wichtig halt dieser Hafen hier. Nur deswegen, damit ich hier Leute rausbekomme, die ich dann auch hier vorne hin schicken kann. Und wir rechtzeitig hier dran sind, um den Ausbau vorzunehmen. Der nächste Fletcher ist hier an der Stelle auch jetzt fertig. Nimmt seinen Betrieb jetzt hier einen Moment auf. Warum tut er das gerade nicht? Er wartet auf Ressourcen. Okay, dafür haben wir einen Holzfäller daneben. Jetzt, wo wir auch ein bisschen mehr Platz haben, können wir natürlich hingehen und sagen, okay, wisst ihr was, wenn wir eh auf Ressourcen warten, bauen wir einfach doch mal eine Schaffarm. Einfach um ein bisschen mehr an Nahrung zu produzieren. Die Schaffarm, die kann ich jetzt hier oben einfach nur dran bauen. Platz habe ich ja jetzt ohne Ende. Und das in der Wüste, darf man keinem erzählen. Ne? So, anschließen. So. Und ich habe 50 Schafe drauf, wenn der dann gleich fertig gebaut ist. Der braucht auch nur einfaches Holz, müsste relativ zügig gehen und damit haben wir hier oben eine bessere Energieversorgung. Da ist das nächste Gebäude gefallen, weil wir den Turm eingenommen haben. Und diesen Turm setzen wir natürlich sofort auf Upgrade und wie ihr seht, instant sind die ersten Materialien da. Und was der hier für einen Vorteil hat, ne? Sofort Pause, ich habe gesehen, dass der nächste Turm gefallen ist. Das habe ich gar nicht mitbekommen, dass wir den überhaupt angegriffen haben. So. So, vielleicht kommen wir sogar schon dran, ja.
Jetzt baut er das hier unten natürlich wieder neu. Muss er ja auch, ne? Und für uns ist halt ganz klar, oh, da ist noch ein Turm, den wir gerade eingenommen haben. Wunderbar. Da bauen wir auch eine Straße dran. Das klappte so nicht. So, aber. Die Mine hat er auch abgerissen. Das ist okay, dann muss sie nachher nicht abbrennen. Das Gebäude hier unten interessiert mich eher reichlich wenig, muss ich sagen. So, jetzt haben wir hier natürlich auch wieder eine direkte Front gebildet. Da unten wird nichts weiter passieren. Das kann uns auch, also ist uns auch bewusst. Hier unten haben wir natürlich auch ein Problem. Es wird sehr, sehr viel hier runter geliefert. Und was ich gerade sehe, die Gebäude hier oben, der hat uns blaue Energiegebäude weggenommen. Das ist mir nicht aufgefallen. Da ist für uns halt wirklich von Vorteil, dass wir diese blaue Energie überhaupt nicht brauchen. Aber dadurch sind halt zwei unserer Gebäude weg. Ihr habt es vielleicht gemerkt. Ich auf jeden Fall nicht. Da qualmt es ein bisschen. Wir bauen natürlich die Straße neu. Die bauen wir von hier aus da runter nach da und schließen sie hier an. Damit ist dann auch das Gebäude sicher. Wie gesagt, ich habe es wirklich nicht mitbekommen, dass wir da die zwei Energiegebäude verloren haben. Was ich aber machen möchte, ich sehe nämlich die ganze Zeit, dass mir da Nahrung fehlt. Ich werde hier eine kleine Straße dran bauen. So. So, warte mal, ich sehe auch gerade, Leute, ich komme hier vorne vorbei. So. Und gut, das kann ich so jetzt nicht verbinden. Aber da kann ich auch nochmal hier so einen Pfad dran setzen. Und dann wird auch von hier oben geliefert. Dann geht das ein bisschen schneller zumindest. Die ganze anderen Sachen. Da qualmt schon wieder. Habe ich noch einen Tower eingenommen? Nein, habe ich nicht. Aber wir sehen, dass hier der Gegner weiter unter Beschuss steht. Den könnten wir natürlich jetzt auch in Auftrag geben zum Erweitern. Möchte ich aber gerade mal nicht. Denn ich möchte mich jetzt kurz darum kümmern, hier zu sagen, Leute, guck mal, da brennt das Gras. Wir bauen hier oben lieber nochmal einen Holzfäller hin. Den bauen wir dahin. Wir bauen nochmal einen Förster hin. Den bauen wir dahin. Und im Militärbereich bauen wir nochmal neue Pfeile. Die bauen wir einfach hier hin. So, langfristig gesehen sind die Pfeile natürlich ziemlich dumm an der Stelle. Was wir aber sehen, wir haben wieder genug Möglichkeiten, den Fletcher sofort mit einem Durchgang alles fertig zu machen. Seht ihr mal, was der hier unten noch alles gebaut hat. Das ist ihm dann zum Verhängnis geworden. Er hat zu schnell expandiert. Da vorne sind die Pfeile vom Fletcher. Er ist also theoretisch gesehen zumindest jetzt in der Lage, auch... ich glaube, ich habe dann Tower verloren, vergessen abzusichern. Also er ist theoretisch in der Lage, seine Gebäude aufzuwerten, weil er hat den Fletcher. Somit ist auch auf jeden Fall sein Militär so weit ausgebaut, dass es funktionieren könnte. Aber er hat wohl seine Gründe, warum er das nicht tut. Vermutlich, weil er nicht genug Stein dafür hat. Hier vorne werde ich jetzt einfach nochmal eine Verbindungsstraße schaffen. Nur damit wir da auch einfach mal rüberlaufen können, wenn wir was brauchen. Was ich ebenfalls brauche, ist dieses Gebäude jetzt auf der nächsten Stufe. Und wenn ihr seht, wir haben auch schon wieder genug Ressourcen und das haben wir diesmal alles komplett ohne Lagerhäuser geschafft. Und ich erwarte, dass er gleich auch seine Rakete zeigt und wir wissen, wo wir hin müssen. Hier wird weiter geschossen, ganz fleißig. Da habe ich vergessen, nein, nicht Prio, weg. Ich habe vergessen, ihm hier ein Gebiet zu geben, wo er anbauen darf. Da reicht das bisschen. Muss ja nicht die ganze Karte einnehmen. Okay. So, der Tower ist auf jeden Fall angeschlossen. Der wird auch gleich übernommen. Den werden wir gar nicht erst ausbauen. Es lohnt sich einfach nicht. Er versucht zwar gegenzubauen, aber das schafft er nicht wirklich. Wir könnten jetzt sagen, wo wir die Kohlemine unten bekommen und hier oben gleich die Eisenmine. Wir bauen auch ein bisschen Eisenproduktion auf, einfach um schneller schießen zu können. Aber ich sehe halt schon, dass er... Ja, was macht er eigentlich? Er müsste doch Stein abbauen können. Die Mine hat er. Da sind zwei Stück. Hier hat er Steine. Holz hat er da liegen. Er wirkt ein wenig verzweifelt. Warum arbeiten die nicht? Das weiß ich gar nicht. Doch, jetzt fängt er wieder an. Ah, Energiezellen. Er hat auch ebenfalls zu wenig Energiezellen. Das finde ich sogar wunderbar.
Wir haben irgendwie schon geschafft, Teile seiner Industrie lahmzulegen. So, da oben qualmt es immer noch. Was ich schon mal mache, ist die Straße bis hier hinbauen. Denn die wird sich jetzt gleich mit dieser da verbinden. Ich glaube, dass wir jetzt auch seine Mine zerstören. Auf jeden Fall zerstören wir jetzt hier vorne schon mal ein Stück von seinem Steinbruch. Zumindest einer davon wird gleich verschwinden. Wir müssen natürlich alles im Auge behalten, was hier auch ansonsten noch so passiert, weil ich möchte keinen seiner Tower verlieren, sonst muss ich die nachher selber neu bauen. So, da fällt der erste. Wenn du jetzt schießen würdest. Okay, es war doch der andere. Ich habe nochmal schnell ins Pausemenü gewechselt. Das bauen wir jetzt. Ja, ich weiß, das sieht doof aus, aber so rum, sonst hätte ich das Ding da irgendwie verloren gehabt. Der Tower braucht noch einen Schuss, dann gehört der auch uns, und zwar jetzt. Und den schließen wir auch an. So. Jetzt ist die Überlegung, welchen Tower bauen wir aus? Wir bauen gar keinen aus, weil dieser Tower erreicht den Turm, wie ich das gerade sehe. Damit muss ich den hier auch nicht ausbauen. Dann werde ich den hier lieber wieder ausbauen und dann kann er nämlich den da oben angreifen und diesen. Da oben haben wir sein Forschungsgebäude schon mal. Er hat echt mega viel gebaut, das muss man ihm lassen. Er war ein fleißiger Bengel. So, von zwei Seiten wird er beschossen. Pfeile werden hier weiterhin nonstop produziert. An drei Stellen. Da liegt sogar schon Holz zur Reparatur. Jetzt baut er hier wieder ein. Er merkt halt wirklich, dass ihm der Platz ausgeht, was ihm wohl auch gerade ein bisschen so zum Verhängnis wird. Müssen wir kurz noch warten, ne? Wir können nicht viel machen. Wie gesagt, ich könnte natürlich jetzt wirklich sagen, ey, komm Leute, ich konzentriere mich ein bisschen auf die Entwicklung, aber da muss ich auch meine Häuser wieder aufbauen, die er mir da zerstört hat. Um blaue Energie zu gewinnen, dann muss das alles erweitert und vergrößert werden und so können wir ihn langsam aber sicher immer weiter zurückdrängen. Der Turm dürfte jeden Moment das zeitliche segnen, noch einen Schuss und dann ist vorbei. Da ist er in die Geschichte eingegangen. So, 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 so. Das passt mir. Ich bin zufrieden. Dadurch, dass der repariert worden ist, ist das Gebiet halt ein bisschen größer geworden. Jetzt kann der Steinbruch ebenfalls nichts mehr machen. Heißt für ihn, es gehen die Steine aus, die Kohlemine brennt gerade nieder. Eisen hat er hier im Überschuss liegen, wird aber nicht mehr abtransportiert. Moment, das ist aber echt mies. Ja, den Turm werden wir verlieren. Da können wir nichts gegen machen. Ja, den können wir nicht retten. Der Turm fällt. Dann kann ich ihn auch eigentlich direkt abreißen. Bevor ich da noch großartig drüber nachdenke. Ja, dann kriegt er halt ein bisschen Land zurück. Aber mit dem Turm, ja, konnte ich keinen Krieg mehr gewinnen. Der Turm allerdings, der sollte jetzt repariert werden. Start Upgrade geht halt nicht. Er ist in der Reparatur. Hitpoints nehmen zu. Hier qualmt immer noch alles vor sich hin und ich möchte diesen Turm dann auch gleich ausbauen. Wir haben natürlich jetzt schon, wenn wir sehen, hier unten ist das Raumschiff, einen riesigen Weg bis nach hier oben. Was wir natürlich hier oben machen könnten, das wäre nämlich auch gar nicht mal so dumm, einfach nur, dass wir dann ein bisschen schneller agieren können. Ein Lager und zwei Lager. In das Lager werden wir jetzt mal ganz kurz sagen, lädst du bitte Steine rein. Mit Regel hinzufügen. Und in diesem Lager mit Regel hinzufügen darfst du Holz einlagern, damit wir hier oben dann auch wesentlich schneller die ganzen Hölzer und sowas alles vorrätig haben. Wird aber erstmal nicht reichen, wenn wir dieses nämlich Start Upgrade. Hier sehen wir jetzt, dass wir gerade zu wenig Stein haben insgesamt gesehen. Da brennt noch mehr von ihm nieder, weil da noch ein Gebäude gefallen ist. Ist die Frage, ich glaube auch das Gebäude werden wir verlieren. Weil wir wieder die Straße durch das Feuer hier nicht anschließen können.
Ich werde es natürlich probieren zu retten. Aber nein. Wir können jetzt das Qualmi-Qualmi abreißen. Dann können wir jetzt hier die Straße eben einmal runterbauen. Und damit haben wir dieses Gebäude behalten. Auf jeden Fall ist auch seine Kohlemine jetzt vom Weg abgeschlossen. Der Ausbau findet natürlich statt und er hat auch alles gerade abgerissen. Er merkt selber, das bringt ihm hier nicht mehr wirklich was. Ob wir das Gebäude retten können, bin ich mir allerdings nicht ganz so sicher. Naja gut, andererseits, es wird schon Holz hingeliefert, dann dürfte es doch funktionieren. Das Gebäude bekommt gerade die letzten fehlenden Sachen geliefert. Und der Druck durch seine enge Gasse hier hinten wird natürlich immer größer. Und ich habe fast das Gefühl, der hat schon viel früher angefangen als wir, wie er das alles geschafft hat zu bauen. Da ist nur ein Holzfäller. Das ist mir echt ein Rätsel. Auf jeden Fall hätte ich da anfangen können, dann hätte er ja gar keine Sonne gesehen. Auf jeden Fall, hier ist ein Grafikfehler. Das qualmt nämlich immer noch. Stein produzieren wir einfach viel zu wenig, als dass wir sagen könnten, dass wir hier oben welchen haben. Was wir aber machen könnten, wäre hier einfach nochmal kurz eine Steinmine hinbauen, dass wir das hier auch noch ein bisschen abholzen. Weiter muss das Gebäude hier fertig werden. Die letzten zwei Steine sind auf dem Weg. Und dann würde ich sagen, geht auch hier das Geschieße los und er wird die nächsten Teile seiner Industrie verlieren. Wir könnten klar sagen, hey, wir bauen ihm da hinterher. Und ich sehe gerade, wir hatten nicht mehr Darstein. Natürlich haben wir ein Megasteinproblem. Wow. Das ist mir gar nicht aufgefallen, dass uns die Steine ausgegangen sind. Um da entgegenzuwirken, Leute, muss ich aber sagen, muss ich was machen. Nur zur Sicherheit, ja, dass ihr Bescheid wisst. Nicht, weil es zwingend erforderlich ist. Hab nämlich gerade ein bisschen die Bedenken, dass das Ganze hier nicht aufgeht. Da ist Kohle drin. Ich brauche Stein. Okay, wir haben natürlich... Ja, nee. Hat auch so in der Vergangenheit vom Gedanken her geklappt. Soweit wie jetzt war ich übrigens noch nicht. Ich bin gescheitert, als ich angefangen habe zu übernehmen. Und da hat er auf einmal, weil ich erstmal in die Richtung Wasser oben gebaut hatte, ja, da hatte er auf einmal halt die Forschung fertig. Ich habe mich zu lange auf meine Rakete verlassen und nicht genau durchgerechnet. Und da sehe ich sein Kolonieschiff. Nicht mehr weit. Und da wird geschossen. Und ich glaube, wenn die zwei Türme fallen, fällt er. Da ist noch ein Watchtower gebaut. Wir haben noch mehr Steine bekommen. Ist natürlich jetzt praktisch, dass wir hier unten auf jeden Fall nochmal mehr Steine abbauen können. Nicht viele, aber ein paar. Ich habe einen Idle Workshop ja die ganze Zeit schon, Kollege. Er wird auch mit der Reparatur nicht mehr hinterherkommen. Ist ganz klar. Er versucht immer wieder neu zu planen, wie er das Ganze regeln kann. Warum er überhaupt einen Fletcher plant, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das nutzt ihm überhaupt nichts mehr. So in die Ecke gedrängt, wie er gerade ist, ist für ihn auch Feierabend. Ja, weil er kann sich da nicht mehr raus retten. Es würde ihm über kurz oder lang sowieso alles ausgehen. Und wir sind einfach im Moment gegen ihn ja, zu stark. Den Turm müssen wir dann nochmal ausbauen, damit wir die anderen zwei hier außenstehend auch noch kaputt machen. Den werde ich auch nur anschließen, aber nicht ausbauen. Jetzt haben wir den Vorteil, halt, dass wir hier alles zwischengelagert haben, was den Ausbau des Turms gleich sehr schnell machen wird. Natürlich müssen wir jetzt erstmal das ganze Holz hier rankarren, das ist vollkommen klar. Und in der Zwischenzeit können wir auch sagen, dass wir hier oben nochmal einen weiteren Lumberjack bauen. Den baue ich einfach mal dahin. Einen Förster baue ich einfach mal dahin, nur damit wir ein bisschen an Holz produzieren. Mir werden nämlich die Transportwege gerade wieder etwas zu lang. Ganz kurz mal auf Pause. Ich warte noch eine Sekunde, damit das Ding auch niedergebrannt ist. Unter Militär nochmal hier neue Pfeile produzieren. Das passt so. Ich muss weiterlaufen lassen. Das kann ich dann hier eben anschließen. Der nächste Turm von ihm fällt jeden Moment. Da ist das Gebäude von ihm gefallen. Und jetzt kann ich hier die Straße dann auch weiterbauen. So, so,
Ich kann es nicht anschließen, weil. Einmal abreißen. Danke. Und so anschließen. Das hätten wir. Damit kann er das Gebäude dann auch jetzt langsam reparieren. Wie gesagt, Stein und alles ist hier genug vorhanden. Durch den Holzfäller, den wir jetzt hier bauen, ist auch wiederum genug Holz für den Fletcher und alles verfügbar. Und auch wenn wir die Gebäude reparieren müssen, können wir das dann von dem Holzfäller hier direkt wegliefern. Hier brennt es wieder schön. Der Fletcher ist fertig. Jetzt werden hier Pfeile hergestellt. Und während das Gebäude ausgebaut wird, wo alles schon auf dem Weg ist, weil es ja direkt von hier vorne geliefert wird, müssten wir uns langsam aber sicher dem Ende zu bewegen. So, den Turm kann er nicht mehr reparieren, die Straßen sind nicht angeschlossen. Hier fehlen uns allerdings die Pfeile, weil die Pfeile nicht so eine hohe Prio haben wie die Baumaterialien hier in der Ecke. Okay, der Turm ist fertig, dadurch hat er noch ein bisschen mehr an Land verloren. Und jetzt sehen wir auch, dass der nächste Turm auf ihn schießt. Den auf der rechten Seite, sprich diesen Turm, haben wir gerade gerettet. Hier werde ich schon mal die Straße anfangen zu bauen, weil jeden Moment hier oben der nächste Turm für ihn fällt. Nicht für ihn, sondern von ihm. So, der ist angeschlossen. Hier die Energiezellen würde ich natürlich gerne übernehmen. Und ich muss sagen, das sind seine letzten zwei Türmchen und wenn die weg sind, ist er komplett weg. Wir haben also wir sind im zweiten Jahr, wir haben über ein Jahr gebraucht, ihn zu besiegen. Gut, hier ist noch mal ein bisschen Gebiet an uns gegangen. Er wird natürlich nur noch einzelne Türmchen haben, aber die Roboter, die verrosten einfach. Die spielen dann Wall-E. Und mit denen ist es dann auch vorüber. So. Aber er kämpft noch eisern dagegen, ne? Er repariert hier noch fleißig, auch wenn er nicht gegen uns ankommt, weil wir zu stark schießen. Wäre natürlich lustig, wenn er jetzt schnell genug reparieren könnte, dass wir ihn mit der Stärke unserer Pfeile nicht kaputt bekommen würden. Aber ihr seht, ich habe mich hier auch wirklich nur aufs Wesentliche beschränkt. Komm, Pfeil, mein Kollege. Wobei es kann sogar sein, dass das der letzte Turm ist. Wenn wir den eingenommen haben, da ist kein Widerstand mehr, müsste es auch wegbrechen. Wir werden es jetzt sehen. Ein Schuss noch. Nein, es hat gereicht, um für ihn noch ein wenig zu überleben. Wir kommen jetzt lustigerweise hier nicht raus, werden eventuell diesen Turm verlieren. Aber spätestens dann, wenn der gefallen ist, dann ist unser Gegner komplett gefallen. So, brennende Gebäude können wir halt nicht abreißen, oder? Jetzt brennt es auf jeden Fall nicht mehr. Dann wollen wir es mal versuchen. Vielleicht klappt es ja so. So. Dass wenn das Gebäude repariert ist, dass wir dadurch hier so viel einnehmen, um es zu beenden. Ist halt die Frage, was passiert zuerst. Entweder ist zuerst der Turm repariert oder zuerst das Gebäude fertig. Und so sieht unsere Siedlung aus. Hier haben wir angefangen. Das könnte ich jetzt abreißen. Auch diese Steine. Es nutzt uns alles nichts mehr, egal was wir jetzt noch bauen würden. Ich glaube, es würde nicht fertig werden, bevor dieses Level beendet ist und damit dann auch das Spiel. Fazit von dem ganzen Spiel, das hat mir mega Spaß gemacht, hier auch teilweise mit Geschwindigkeit mal durchzuspielen. Ich werde auf jeden Fall selber den Sandbox-Modus auch noch spielen, der jetzt beim letzten Patch reingekommen ist. Ich muss offen zugeben, großen Respekt an die Entwickler. Sehr gut umgesetzt, wenig Bugs, außer dass das eine Level nicht abgeschlossen werden konnte und das Türme nicht über Mauern schießen. Da weiß ich aber nicht, ob das ein Bug ist. Hat sich sehr flüssig gespielt auf jeden Fall. Es war anspruchsvoll, aber nicht zu schwer, sodass es, denke ich, jeder schaffen kann, hier auch mit Spaß und auch Ruhe durchzukommen. Und ich hoffe natürlich, dass ihr als meine Zuschauer es auch interessant fandet, wie das Ganze hier alles angegangen worden ist und ein paar Ideen gesammelt werden konnten von eurer Seite aus, sodass euch das Spiel dann auch Spaß gemacht hat. Ich hoffe, dass ich euch ein wenig unterhalten konnte in der ganzen Sache. Natürlich verabschiede ich mich jetzt schon. Ich laber immer so viel am Ende.
Und jetzt müssen wir kurz gucken, warum haben wir es noch nicht? Es gibt einen Grund, warum wir es noch nicht haben. Den kenne ich aber noch nicht. Moment. Habe ich mich zu früh verabschiedet? Kommt jetzt das Comeback von unserem Gegner? Natürlich kommt da jetzt kein Comeback mehr. Autosaving. Unser Turm hat einfach nur nicht die Reichweite, um die Rakete zu zerstören. Das ist alles. Nein, ich will es nicht abreißen. Ich will eher hier so ein Zeug wegmachen. Moment mal. Holzfäller. Prio. Machen wir hier die Bäume weg. Jetzt müssen wir ernsthaft ganz am Ende nochmal schnell einen normalen kleinen Watchtower bauen. Das hat er sich ja fein ausgedacht, unser netter Computergegner. So. Dann jetzt hier den Watchtower hin, die Straße anbinden und auf Prio setzen. Auf jeden Fall ist es dann jetzt erledigt. Ich dachte eigentlich, wenn er ja okay, ja, die Rakete überlebt halt selber. Alles ist ja okay, ist okay. War in der Vergangenheit nicht so. Kommen auch die drei oder acht Loks, die kommen mit einem Mal hier hoch. Der Bauarbeiter, der dürfte schon da stehen, ja. Und wie sieht halt echt cool aus, so. Ne? Aber hat mich echt an Siedler 2 erinnert, dafür echt sehr gut umgesetzt. Und wenn es euch gefallen hat oder ihr Spielewünsche habt, dann schreibt es mir doch einfach mal gerne in die Kommentare, was euch so interessieren würde, wozu ich meine Lösung machen soll. Ich bin da ziemlich offen für vieles. RimWorld war schon Überlegung, Oxygen Not Included etc. Gibt da halt einige Sachen. Einfach mal in die Kommentare damit und würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir auch mal ein Abo da lasst. Das ist das erste Mal in den ganzen neuen Folgen hiervon, dass ich das mache. Dass man sich auf jeden Fall mal bei einem anderen Spiel auch nochmal wieder sieht. Und da ist es dann auch geschafft. Ich habe es geschafft, es gibt allerdings keine Medaille dafür. Ist auch wieder die Situation mit dem Bug dazu. Ich bedanke mich, wie gesagt, ganz herzlich, dass ihr dabei gewesen seid. Wünsche euch alles Gute für die Zukunft. Macht's gut, passt auf euch auf, bleibt gesund. Bis zum nächsten Spiel, euer Joseko.